Und gerade nach dem Mega-Hit «Top Gun 2 Maverick» hört man immer öfter die Einschätzung, dass «Manta Manta 2» womöglich eine ganz ähnliche nostalgische Ader treffen könnte. Der ehemalige Rennfahrer Berti hat nach einem bestandenen Idiotentest seine Klamotten zurück, doch seine Autowerkstatt und Kartbahn stehen kurz vor dem Bankrott. Seine einzige Chance, den Sieg bei einem klassischen Rennen, bei dem dem Sieger ein Preisgeld von 150'000 Euro geboten wird. Doch während er mit seinen Mitarbeitern Klausi, Salem und Tyris an einem konkurrenzfähigen Auto tüftelt, muss sich Berti auch um seine Kinder kümmern. Seine Tochter Mücke, die bei ihm lebt und arbeitet, bereitet ihm kein Problem, aber Daniel, der mit seiner Mutter Uschi und seinem reichen Stiefvater Gunnar zusammenlebt. In einer protzigen Villa tickt regelmäßig aus. Nun will der jugendliche Rebell mit schwarzer Kreditkarte kurz vor seinem Abitur die Abendschule schmeissen und soll deshalb ausgerechnet in Bertis Werkstatt zur Vernunft kommen. Im falschen Film? Allerdings dauert «Manta Manta» zweiter Teil nun stolze 125 Minuten und ist nur deswegen nicht länger, weil einige der zahlreichen abgedrehten Promi-Cameos als hochschwanger auszugeben sind in fertig die endgültige Version. Doch die vielen mal mehr, mal weniger gewinnbringend eingesetzten Gäste sind nicht das einzige typische Schwiegerelement. Stattdessen könnte die ganze kitschige Vater-Kind-Bindungsteil einen grossen Teil Fortsetzung einnimmt, genauso gut aus Coco Wäh stammen und Co. herkommen, dieselben Farbfilter, dieselbe Popsülze, dieselbe ausgerollte Fäkalienverlegenheit und dasselbe Ergebnis, nämlich dass Schwägers Figur coolste Typ aller Zeiten ist. «Manta Manta» zweiter Teil wird erst in diesen Momenten so richtig lebendig, wenn Schwieger und Roland gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind. Die Chemie zwischen den beiden zündet tatsächlich noch genauso gut wie vor mehr als 3 Jahrzehnten. «Manta Manta Second Part» sieht nicht nur über weite Strecken wie «Coco Wäh 3» aus, es fühlt sich auch so an. Bei Berti ist es immer noch schwer vorstellbar, dass das derselbe Typ sein soll wie damals in «Manta Manta». Sehr wirkt er wie eine direkte Fortsetzung neuerer Schwägerfiguren aus «Die Hochzeit» oder «Die Rettung der Bekannten». Michael Kessler hingegen ist immer noch genauso optimistisch wie damals wie der Bull Klausi, der erhofft, die allerschlimmsten Flachwitze beisteuert, aber damit wirkt, als wäre er in den falschen Film gestolpert. Nach all dieser Zeit bleibt seine Darbietung des Krokodilstiefelknebels ein echter Lächerbissen für jeden Kenner klassischer Mantarochenwitze. In der ersten Szene von «Manta Manta 2» rollt ein Fuchsschwanz durchs Bild wie eine Steppenhexe im Western. Die 5-sitzigen Kult-Opel sind mittlerweile so gut wie ausgestorben. Auch das abschliessende Autorennen ist durchaus gekonnt umgesetzt und doch scheint der einst so begeisterte Regisseur noch immer so sehr unter dem Flop seines Action-Hits «Guardian Angel» zu leiden, dass er auf sepiafarbene Sicherheit setzt, statt wie im ersten Teil nur konsequent das Gaspedal bis zum Boden zu drücken. Fazit: «Manta Manta» zweiter Teil fühlt sich eher wie «Coco Wäh 3» an als eine Fortsetzung von der Kultkomödie «Manta Manta». Es ist auf eine kuriose Art lustig, aber letztlich fehlt es an Tempo, Witz und vor allem an einer gehörigen Portion Ruhrpott-Charme.